Gewonnen hat das Team, das die Kugel zu seiner Seite der Linie AB zieht. Frage, welches Team gewinnt und wieso? Wir übertragen diese Kräfte in diese Zeichnung. Jetzt konstruieren wir die resultierende Kraft dieser zwei Alpha-Kräfte mittels dieses Parallelogramms und nennen diese resultierende R Alpha. Wir konstruieren auch die resultierende dieser zwei Beta-Kräfte wieder mit Parallelogramm und nennen diese resultierende R Beta. Da die Länge des Vektors R Alpha streng größer ist als die Länge des Vektors R Beta, also so, gewinnt das Alpha-Team. Und die Übung ist schon beendet.